So, an sich, USB. ich lasse den Stream jetzt aus. Ich mache das jetzt als stinknormale Aufzeichnung. Ja. Soll ich das mal durchgeben? Nein, bitte nicht. Okay. Ich Weil habe die. hab ihn zu deiner Info, ich habe gesagt, dass du gleich hoffentlich wieder da bist. Ja, an sich, ich habe gerade vorher irgendwas aufgenommen, um das zu zeigen, etc. pp. Für einen Support zum Okay. Beispiel. Ich bin ja sowohl im TS ausgetimt, ich bin aus Minecraft Ja, geflogen habe ich und auch gesagt. mein komplettes Internet hat hier gerade in Dienst quittiert. Ja. Das hatte ich gerade vorher jetzt noch aufgezeichnet, Ja. falls da doch irgendwie einer Besser ist, rumstänkern besser ist. sollte. Falls die Leute dich versuchen zu bannen, ja. Also Kelvin, also ich würde sagen, dass du einfach gleich rauskommst. Ich weiß, ist scheiße und so, aber sonst geh einfach raus und geh über Nacht in die Zelle oder geh offline oder so. Hey, interessant, die haben sich hier reingebackt. Ja, ich weiß. Kelvin ist von denen aber auch angepisst. Ich glaube, der wurde von denen umgebracht. Sonst geh einfach mit ihm mit, mach ganz normal so. Du bist jetzt ja nicht auf, wo es hier sonst was ist. Weiß nicht, wer da durchgekommen ist. Dazu kann ich nichts sagen. Never will er. Sonst geh einfach mit ins Gefängnis oder so. So. Keine Ahnung, musst du wissen. Ist dein Account. Aber. No. Sorry, aber Bock auf den Streit hier. Warum muss das denn jetzt nicht sachlich geklärt werden? Verstehe ich nicht. Lass ihn einfach mal machen, der weiß nicht, dass ich eine Aufnahme an habe. An sich, so wie er sich hier benimmt, ist er nicht lange Bulle, Polizist. Dachte nur, dass ihr das auch sachlich klären könntet. Ja, das Problem ist, das kann man mit dem nicht sachlich klären. Okay. Kurze Frage, du bist ja draußen. Wie ist denn der Ja. rausgekommen? Hat der, ich würde sagen, der Ich hat. weiß gar nichts, ich weiß gar nichts, ohne dich anzulügen. Ich habe keine Ahnung, wie der rein, wie der rausgekommen ist. Ich war down, ich wurde aufgehoben und er war drinne. Und, hä? Achso, jetzt ist er wieder im Auto.
Okay, ich halte mich raus. Verwirrt gerade. Wo bin ich hier reingeraten? Ja, an sich, kurze Randinfo. Eigentlich, kleines Kelvin war mal ein Killer. Und hat Okay. sich dann bei den Cops beworben. Die nehmen heute aktuell jeden. Ja, So, okay. aber wie du siehst an seinen Äußerungen und allgemein, der hat sich nicht geändert. Ja, okay. Und ich verstehe halt nicht, warum das jetzt so. Ich habe ihn ja gefragt, was das jetzt auf sich. Ich kenne dich seit heute, ne? Also jetzt dir nichts was zu Liebe rücken, ihm nichts zu Liebe rücken, aber ich kenne euch seit heute, ihr könntet alles sein. So, du könntest mir jetzt auch vorspielen, dass du ein netter Mensch bist und einfach Arschloch sein. Ach, das bin ich So. eigentlich. Also, eigentlich bin ich nett, aber meistens bin ich auch ein Ja. Arschloch. Also, wie gesagt, ich sag nur, ne? Und ich kenne weder deine Seite, das ist das gleiche wie mit den B-Leuten da, B, 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 keine Ahnung, Ja, B, B, die Hopdin. Bios. Ja, genau, die Bio. Ich kann nicht über euch urteilen, aber ich sag, die Situation ist einfach blöd. Du hängst da unten im Bunker drin und streitest mit ihm und er versucht dich da rauszubekommen und irgendwie ist alles regelmäßig in einem Raum, aber in so Grauzonen und er nimmt es persönlich. Ich persönlich dachte mir so, wir sind hier alle auf so einer Roleplay-Ebene, weil Serverregeln und so. Ja, das Problem ist, Rubik können die alle nicht. Ja. Und das so, ich habe keine Ahnung, also bei allem Liebe, wenn das Team das irgendwann sich anguckt, um irgendwas rauszufinden und mich dafür gebannt hat, dann an das Team hier, ich versuche eigentlich nur die Regeln einzuhalten, soweit ich es kann und ja, halt mich da jetzt extra schon raus, aber verstehe halt nicht, was das soll. So. Musst du das wirklich sein? Okay, arbeiten auf der Arbeit. Was zur Hölle? Leute. Fühle mich wie auf Creative. Der Typ da jetzt wieder reingeschossen. Leute, Leute, Leute. Welcher? Wie ist das? Im Übrigen, kannst du mir mal ganz kurz sagen, wer gerade geschossen hat? Ich weiß es nicht.
stehe so weit weg. Also ich stand jetzt gerade nah dran, aber ich habe gerade in Teamspeak geguckt. Wollte gerade eigentlich wen anschreiben. Junge, für jede Minute, die du da drin bleibst, chippst du einmal. Das ist der richtige B. Hat das. Aha, interessant. Also irgendwie ist der sehr voreingenommen. So, ist das jetzt mittlerweile vorbei oder stehen da immer noch Cops? Nein, stehen immer noch Cops. Kannst du nicht theoretisch einfach rauskommen? Oder geht es jetzt irgendwie ums Prinzip oder so? Ach, das geht einfach nur ums Prinzip. Ja, okay, dann halte ich mich da raus. Musst du das machen, so. Ich bin eigentlich fürs Roleplay hier, so. Das Problem ist die Fraktion da oben. Kennt Kelvin, versteht kein Roleplay. Die Beos sind an sich bloß random zum Töten und Nils ist an sich nur schaulustiger. An sich, warum der Mettige hier rumspringt, habe ich noch nicht ganz raus.
Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe versucht, kleines Kevin so. Ding ist, es wird auch alles aufgehalten. Ich habe mich eigentlich versprochen, mich nicht einzumischen, aber wenn das jetzt hier noch die nächste Stunde so geht, dann mische ich mich ein. Ja, ich könnte mich ja theoretisch stellen. Theoretisch. Du entscheidest für dich. So, ich sag nichts. Ich persönlich hätte mich gestellt, aber hey, musst du wissen. Du musst auch wissen, was du machst. So. Kelvin und diese Beos scheinen ziemlich angepisst zu sein. Ich persönlich bin nicht von dir genervt, sondern von der Gesamtlage, weil irgendwie wir zu nichts kommen und Zeit ist Geld. Auch wenn ich theoretisch mich nichts zwingt, hier zu bleiben. Ist sehr gemütlich hier oben. Prima. Top. Bist du tot? Ich frage mich, wie die da durchgekommen sind. Sehr interessant auf jeden Fall. Keine Ahnung, vielleicht Fixboss. Kannst ja mal spaßeshalber oft mal gucken. Ich würde ja gerne mal wissen. Ja. Weil die sind jetzt näher dran. Ich bin ja mal gespannt, ob er Nils jetzt mitnimmt. Du kannst ja mal Spaß. Bist du jetzt unten oder? Nee. Nee, ich bin beim Orts gespawnt. Und du kannst mir mal sagen, ob der Nils jetzt mitnimmt. Ob der was? Ob der N Nils? Nils. Also, es sind keine mehr. Doch, Nils ist noch da. Ja, der hat mich Frei. getötet. Die Frage ist, nimmt kleines Kelvin den jetzt mit? Nee, Kelvin ist weggefahren. Hi. Echt? Ja, nicht töten. Bitte nicht töten. Also an sich, er hat den Verbrecher vor Augen, fährt aber lieber zu mir. Interessant. Nicht töten tut was Gutes. So, dann gucken wir doch mal, wenn der jetzt hier kommt. Das ist dann auf jeden Fall Safe-Spieler-Bevorzugung. Okay, Nelson ist läuft jetzt weg, keine Ahnung. So. Hätte mich auch sehr stark gewundert, weil das ist alles eine Clique. Aber ich glaube, mit dem Video ist ja nicht mehr lange gekommen. So, nee. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass er gesagt hat, der tut was Gutes damit.
Ich hab ihn nur gebeten, dass er mich nicht killt. Also, an sich, die backen sich bei mir ins Haus und erschießen mich. Ja, läuft ja. Ach, keine Ahnung. Ich kann keinen von euch recht geben, tut mir leid. Ja, aber an sich irgendwo, sich irgendwo reinzubacken, wo man an sich sonst nicht reinkommt, ist halt verboten. Ja, natürlich ist das verboten. Aber technisch gesehen ist ja auch scheiße, wenn man im Keller sitzt und das Roleplay damit aufhört. So. Ist beides blöd, aber sagen wir, die Gesamtsituation hat sich jetzt einfach so weit aufgehitzt, dass es, glaube ich, jetzt irgendwie nur diesen Ausweg gab, dass irgendwer irgendeine komplett illegale Move pullt. Also technisch gesehen hätte kleines Kelvin dich jetzt halt mitnehmen, ihn jetzt mitnehmen müssen von den Regeln, soweit ich das verstehe, aber kann ja auch sein, dass das weil er ihm geholfen hat oder so. Keine Ahnung. Ich verstehe das System dahinter noch nicht. Das wird auch nirgendwo niedergeschrieben. Daher kann ich darüber nicht urteilen. Bin halt wirklich seit 2 Tagen wieder hier oder seit 3 oder, ach, keine Ahnung, irgendwie so. Ich hab da keine Ahnung. Ist er hier im. Ja. Also im Spieler bevorzugen ist der ja schon Bombe. Ich kann das nicht beurteilen, wie gesagt. Ob das jetzt Spielerbevorzugung war oder irgendwas Taktisches, ich werde darüber nicht urteilen. Und wenn irgendwas in die Richtung von mir gesagt wurde, nehme ich das auch gerne jetzt zurück. Ich habe keinen Plan über, keinen Überblick darüber. So, also, so viel kann ich sagen. Sehr interessant. Im Übrigen, obwohl ich euch laufen lassen habe und er euch aus meiner Wohnung rausgezogen hat, hat er mir jetzt einfach 5 Fahndungspunkte noch angedichtet zu den 4 Sternen, die ich schon hatte. Und hat jetzt noch eine Geiselnahme draus gemacht. Hast du das nicht am Anfang gesagt? Dass es eine Geiselnahme ist? Ist ja keiner drauf eingegangen, deswegen ist es Okay. rausgefallen. Ich weiß es Das. so viel, nur wenn die Polizei diese Geiselnahme anerkennt als RP-Muster, dann ist das auch zulässig. Ich kann da nicht handeln. Ich würde mich da Ja, auch gerne neutral halten, das so. ist, ja, ist ja kein Ding, So. das ist an sich das, was ich kenne. Aber ja, also wenn ich mich jetzt mit der Materie auskennen würde, könnte ich mehr dazu sagen. Naja. So, an sich. Ich beende das Video. Ich sitze jetzt für 57 Minuten im Knast. Damit kann ich das Ganze auch ausmachen. Und jo.